B1.3. Punkte a1 mit x und 0,5x² plus 3 auf der Parabel P2 haben dieselbe Abszisse x wie die Punkte bn, x und 0,5x² minus 0,5x plus 1,125 auf der Parabel P1. Sie sind für x größer minus 3,75 zusammen mit Eckpunkten cn die Eckpunkte von Dreiecken an bn cn. Die Punkte cn liegen auf der Parabel P2, wobei die Abszisse der Punkte cn stets mit 2 größer ist als die Abszisse x der Punkte an. Zeichnen Sie das Dreieck a1, b1, c1 für x gleich minus 1,5 und das Dreieck a2, b2, c2 für x gleich 1 in das Koordinatensystem zu b1.1 ein. Zeigen Sie sodann, dass sich die Koordinaten der Punkte cn in Abhängigkeit der Abszisse an wie folgt darstellen lässt: cn gleich x plus 2, 0,5x² plus 2x plus 5. Sehr viel Text, was steht alles drin? Also wir haben zwei Punkte, nämlich den Punkt an und den Punkt bn. Ja, aber vielleicht machen wir unterschiedlich. Machen wir so, an liegt auf der P2 und bn liegt auf der Parabel P1. Wenn man sich so eine Zeichnung anschaut, P2, sehen wir hier. Ja, da liegt irgendwo der a drauf, hier. Und der b liegt irgendwo hier unten drauf. Wichtig ist, die haben die gleiche Abszisse x, also die liegen direkt untereinander. So, was haben wir noch? Für x größer 3, minus 3,75, das ist im Prinzip der Schnittpunkt. Alles rechts davon ist also gefragt. Und es gibt noch Punkte cn. Wo liegen die? Punkte cn liegen auch auf der Parabel P2, deswegen mache ich jetzt mal gelb auf P2. Wobei die Abszisse x der Punkte cn stets um 2 größer ist. Das ist ganz wichtig, damit wissen wir nicht, wo Punkt c ist, als die Abszisse x der Punkte a. So, und es soll gezeichnet werden. Es fängt an für x gleich minus 1,5. Und ja, fangen wir mit dem erstmal an. Wir suchen, wo ist x gleich minus 1,5? Das ist hier hinten der Fall. Und gehen einfach so weit nach oben oder nach unten, bis wir die Parabeln treffen, also P1 und P2. Damit kriegen wir hier einen Punkt und hier einen Punkt. Oben war der Punkt A, also haben wir den A1 und unten war der Punkt B, damit haben wir hier den B1. Dann sieht es so aus. So, jetzt brauchen wir den Punkt C. Beim Punkt C heißt es ja, er liegt auf der Parabel P2. Fahren wir nochmal hoch. Hier, Cn liegen auf P2. Und die Abszisse ist um 2 größer als a. Wenn jetzt a auf minus 1,5 liegt, dann liegt c auf 0,5. Ich schaue nach, wo ist x gleich 0,5. Und gehe dann so lange nach oben, bis ich die Parabel P2 treffe. Und dann liegt da mein Punkt C1. So, jetzt muss ich es nur noch verbinden. Mit dem Geodreieck. Ja, das war jetzt etwas unsauber. So, dann habe ich hier mein erstes Dreieck A1, B1, C1. Und jetzt muss ich genau das gleiche nochmal machen. Für, wo habe ich es für x gleich plus 1? Das A2, B2, C2 einzeichnen. Also wo ist x gleich 1? Haben wir hier zu finden. Dann ist hier also B2. Oder ist es vielleicht etwas ungünstig gezeichnet? Der C1 liegt hier drüben, weil das ist dann mein A2. So, C2 liegt wieder, ich muss 2 nach rechts gehen, wenn a auf 1 liegt, liegt also c auf 3. Ich muss bei 3 so weit nach oben gehen, bis ich dann hier die Parabel p2 treffe. Da ist also c2. So, wieder verbinden. Das verbinden, a2 mit c2 verbinden und b2 mit c2 verbinden. Damit habe ich beide Dreiecke. Die Zeichnung ist fertig, aber wir sind in der Aufgabe noch nicht fertig. Weil hier heißt es noch, zeigen Sie, dass die Koordinaten der Punkte cn in Abhängigkeit von a in wie folgt darstellen lässt, bla bla bla. Okay, wie gehen wir jetzt daran? Wir schauen uns an, von welchem Punkt aus wir auf den Punkt c kommen. Ja, was wissen wir über Punkt c? Er liegt auf der Parabel. Okay, dann könnten wir schon mal sagen, ja, ich schreibe cn, wenn er direkt auf der Parabel liegt, dann könnte ich doch sagen, die x-Koordinate legen wir fest und die y-Koordinate ist nichts anderes als die Parabelgleichung. Das war über 0, plus 3. So, jetzt stellen wir sehr schnell fest, das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt cn, sondern es ist der Punkt an. Wie verändert sich Punkt cn? Na, wir wissen, der Punkt cn ist ja um 2 nach rechts verschoben. Das heißt, die x-Koordinate ist um 2 größer. Damit vergrößern wir auch die x-Koordinate beim Punkt cn um 2. Jetzt gilt es natürlich auch, dass sich hier dieses x auch in der y-Koordinate wiederfindet. Das bedeutet, wir müssen auch die y-Koordinate dementsprechend anpassen. Also kriegen wir 0,5 mal, die x-Koordinate wird um 2 vergrößert. Deswegen sieht die so aus. Ja, 0,5 mal, jetzt die vergrößerte x plus 2 in Klammern zum Quadrat plus 3.
So, der vordere Teil, der passt ja schon mit x plus 2. Den hinteren Teil müssen wir noch vereinfachen. Zuerst binomische Formel auflösen. Binomische Formel finden wir in der Formelsammlung. Auf Seite 3 ist das. Das ist die erste binomische Formel, weil ein Plus dazwischen steht. Und geht im Prinzip erster zum Quadrat. Also das x ist mein erster und das 2 ist mein zweiter. So spreche ich immer. Erster zum Quadrat plus 2 mal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Und hinten dran noch eine plus 3. So, das schreibe ich vorne nochmal ab. Ja, gut, ist ein bisschen viel Schreibarbeit, aber egal. Ich mache jetzt mal das in einem Schritt, da muss ich ganz so viel schreiben. Der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Term in der Klammer einmal durchmultipliziert. Also 0,5 mal x Quadrat sind 0,5x Quadrat. 2 mal x mal 2 sind 4x, mal 0,5 sind 2x. Und 4 Quadrat, 2 Quadrat sind 4, 4 mal 0,5 sind 2 plus 3 sind 5. So, dann kriege ich das raus, vergleiche ich mit oben. 0,5x Quadrat plus 2x plus 5. 0,5x Quadrat plus 2x plus 5 haben wir also unseren richtigen Punkt Cn gefunden.